Gut, wenn man weiß, wie, dann geht das. Halte Wache, Junge. Oh. Gut, dadurch fällt die Betäubung weg, aber den nehme ich. Ja, in Mengen ist der geil. So. Das Licht erschafft offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Brücken und Fahrstühle. Den Tempel betreten. Naja. Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festem Licht zu laufen. Ja, die Tür. Kann ich verstehen. Ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Ach, Kratos. Komm mit purer Gewalt nicht weiter. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Komm, wir suchen einen anderen Eingang. Ist das... Ah, hier kann ich runter. Schon wieder der Zwerg. Sindri? Zwerg! Hey Sindri, wir haben was gefunden. Oh, wirklich? Ich liebe gute Funde. Wow, oh, ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Was? Schwierig? Ja. Ist das... Kann man so sagen. Alles, was ich bekomme? Ja. Warum bist du vor uns, ihr Zwerg? Uns wurde gesagt, unser Pfad sei der einzige zwischen den Welten. Was mag der einzige für euch sein? Aber Zwerge stecken voller Überraschungen. Das ist keine Antwort. Ah, genießt die Verwunderung. Es gibt wenig Wundersames, wenn man so viel geheimes Wissen besitzt wie ich. Wo man in den Welten exotische Dinge findet, wie man daraus Werke schafft, die die Vorstellungskraft sprengen. Dem Neuling erscheint das alles wie Magie, aber... Oh, oh, na gut, es ist Magie. Jetzt zufrieden? Nicht wirklich. War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten. Gestellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frosttrollen. Ungefähr. Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auch damals am Anfang. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Das war sogar unsere Muttersprache. Sie sagte... Maturin Semgengur Egin Vegum. Gengur Egin. Genau, sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke, Sidney. Nicht anders. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Ich komme später wieder. Ja, noch was zu sagen? Pass auf, wo du hingehst. Hier ist niemand Nettes mehr, seit alle Menschen fort sind. Also, ich verallgemeinere ungern.
aber die meisten wollen einen umbringen. Klar. Ah, habe ich auch schon bemerkt. Es geht mich zwar nichts an, aber an deiner Stelle würde ich mir dieses Symbol vom Hals waschen. Es soll uns angeblich schützen. War das gelogen? Oh nein, es ist ja tatsächlich ein Schutzsymbol, aber um aus diesem Pigment streichfähige Farbe zu machen, mischt man es mit Keilerurin. Und ist das wirklich besser als der Tod? Vielleicht ein wenig. Naja, ja. Ist ja dein Hals. Sindri, warst du schon immer so... Peinlich? Ha, das wünschte ich. Nein, ich war genauso unhygienisch wie alle Zwerge, bis mich eine Warnenhexe aufgeklärt hat. Sie fand mit ihrer Magie heraus, dass auf allem, das uns umgibt, Millionen von winzigen Tierchen sind. So klein, dass man sie nicht sehen kann. Nein. Es stimmt. Und wenn sie sich Bakterien eingelangen, machen sie dich krank. Aber die Hexe sagte, es gäbe eine Holzart, Eiche, die als natürliches Abwehrmittel verhindert, dass sich die Biester vermehren. Darum mache ich nur noch Eichengriffe. Siehst du, ich denke an alles. Genug davon. Zurück an die Arbeit. Warum ist Brock blau und du nicht? Junge. Ach, schon gut. Sogar eine sehr gute Frage. Weißt du, mein Bruder ist nicht so sorgsam wie ich. Halt dich fest. Er benutzt bei der Arbeit mit dem Metall seine bloßen Hände. Keine Handschuhe. Er sagt, nur so könne er hören, was das Metall werden will. Wenn du zu viel Rohsilber anfasst, wird deine Haut irreparabel verändert. Das heißt für immer. Ich bin aber lieber nicht. Du weißt ja, wie empfindlich er sein kann. Das ergibt wohl Sinn. Interessant, was der so zu erzählen hat. Warum verträgst du dich nicht mit deinem Bruder? Ich? Mit ihm vertragen? Weil er ein Dickschädel ist, der sich niemals ändert. Weil er schreckliche Dinge über mich sagt. Nur weil er unsicher ist, was seine Arbeit angeht. Die, ich versichere euch, nicht gut ist. Weil er mir die Schuld gibt für etwas, wofür ich nichts kann. Entschuldige mich bitte. Ich muss mich sammeln. Oh, jetzt hat er nichts mehr zu erzählen. Jetzt, wo ich eine Kippe habe. Ich habe noch gar keine. Warte. Kann ich nicht verbessern, das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Wenn ich das so sagen darf. Das nimmt mir zwar wieder etwas Stärke, aber egal. Der hat mittlerweile alles. Ja.
Dass ich das Ding noch nicht geholt habe. Den kann ich auch nochmal mitnehmen. Gut. Wir sind drin. Ups. Mach dich bereit, Junge. Ei. Ach, der ruft neue, das ist ja kacke. Nein! Komm, schnell, 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 schnell. Komm schon, der muss endlich sterben. Nein! Ach komm! Na gut. So, jetzt aber nochmal richtig hier. So. Thank you.
So, da habe ich den Tod. Dann nehme ich den. Und dann reicht das noch nicht, okay. So. Jetzt komme ich wieder an diese Kiste nicht ran. Kann ich hier drauf? Nee. Nee, nee, nee. Ja, ich weiß. War das in Ordnung? Du bist noch nicht effizient, Junge. Das hört man gerne von seinem Vater. Du bist noch nicht effizient. Konzentration, ja. Da komme ich auch wieder nicht ran an die Kiste. So, ja, hep. Licht. Sie haben es mit dem Zeug gedeckt. Aber wozu denn? Da, noch ein Lichtalb. Was macht er? Oh nein! Wieso töten Sie ihn? Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Bereit machen! So, ich muss den da fertig machen. Rage Mode. Ich hab einen.
What? Ui. Zweigeteilt. Was jetzt? Das Licht ist nahe. Such einen Weg hinein. Folge mir. Und wie lange machst du heute? Boah. Weiß ich nicht. Ich denke aber, ich werde nicht mehr allzu lange machen. Aber ich will noch wissen, wo das hier hinführt. Doch noch einer oder nicht? Ach, da unten. Das war einfach. Vier Stunden kannst du locker noch voll machen. Eigentlich bin ich schon bei 4:36. Aber Internet hat am Anfang ein paar Mal Auge gemacht. So. Hätte dich gerne einmal. So. Der muss schnell weg, bevor er Kollegen ruft. So, okay. Naja. Mal gucken, aber die 5 kann ich noch voll machen. Du stellst alle Wege wieder her. Guck mal, was zuerst eintritt. Hier im Alfheim mehr oder weniger fertig sein. Oder die 5 Stunden. Haben wir uns beirrt? Nee. Willst du mir jetzt sagen, dass ich hier alle 4 machen muss? Ah ne, okay, da ist noch ein dritter. Morgen, Trosti! Alles klar bei dir? Ja, aber keine 3 in eine Reihe. Gehe ich das so hin? Naja. Da komme ich dann an dem nicht ran. Siehst du, ist zu schwierig. Wir sollten gehen. Noch nicht. Atreus hat schon aufgegeben. Aber hm.
glaube nicht, dass du das schaffst. Wir sollten gehen. Ich werde es schaffen. Wie sollen das? Oder kann ich sowas hier machen? Nö, das juckt die gar nicht. Und das hier wären auf jeden Fall 3 auf einmal. Oh. Aber kommen der Sache näher. So, wie kriege ich denn noch 3 auf einmal? Von hier kriege ich nochmal 3 auf einmal. Und dann die 2 und den da in die Mitte. So nämlich. Die Hexe meinte, wir sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, habe ich das verpasst? Ihr war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Wasser! Still! Ich hab ihn! Dein Messer, Junge! Tja, hat er gedacht. Zurück. Das Licht! Ja, wir sind fast am Ziel. Aber wir müssen aufpassen. Verstanden? Klar. Feld, sei bereit. Wir müssen schnell sein. Ist gut. Oh. Zack. Spring, Junge. Ja. Pass auf. Da sind sie. Bleib hinter mir und schütze unsere Flanke. Jawohl. John. Summer. Achso. Ei. Oh.
Alter, das sind echt eine ganze Menge. So, warte. Jetzt hol das Schild raus und... Halleluja. Das waren einige. Ultrei. Naja. Ist doch vorsichtig genug. Schön. Das Licht. Es lässt den ganzen Tempel erscheinen. Es ist die Quelle von allem. Hey. Ist die Tür da hinten gerade zugemacht? Ich höre sie. Ich hab's dir doch gesagt. Ist sie denn da drin? Das hat wehgetan, als würde meine Hand brennen. Bleib hier. Aber ich bleib hier. Sie ist nicht schön, das ist viel zu hell, ja. Setz sie nur im Notfall ein. Oh, was? Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten. Sie ist kein Geschenk. Trotzdem,